So, meine Lieben, weiter geht's mit der Auslosung für die dritte Runde im DFB-Pokal. Und ihr habt's mitbekommen im letzten Part, die wird leider ohne uns stattfinden. Eine ganz, ganz bittere 3:1 Niederlage gegen Union Berlin. Das war richtig, richtig krass. Wir haben alles, was uns in den letzten Wochen ja so gut gemacht hat, haben wir nicht auf den Platz bringen können, während hier Dresden gegen Bayern ausgelöst wird. Was ist bitte das für eine geile Partie? Also geht hier schon mal richtig gut los und ich nutze jetzt einfach mal so ein bisschen die Zeit hier bei der Auslosung, um über das letzte Spiel zu quatschen, weil es ist so ein kleiner Schock, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich meine, man kann auch mal gegen Union Berlin rausfliegen, das ist ja überhaupt kein Problem, aber wenn man bedenkt, wie wir die letzten 5 Spiele gespielt haben, keins verloren, ein Unentschieden und 4 Siege und da waren Gegner wie Dortmund und Co. mit dabei und dann verlieren wir hier gegen Union Berlin auf eine Art und Weise, die einfach erschreckend war. Wir haben null zeigen können. Nichts einfach. Das war, was mich wirklich richtig geschockt hat. Aber gut, das müssen wir jetzt irgendwie abhaken. DFB-Pokal abschreiben. Nächste Saison sind wir wieder dabei. Vorher geht nichts. Und das ist halt eigentlich schon richtig ärgerlich, ne? Das Spiel so herzugeben. Und wir hätten auf den SV Werder Bremen getroffen. Auf die Mannschaft, die in der Bundesliga bislang noch ohne Punkt dasteht. Was ja auch übertrieben krass ist. Jetzt gucken wir mal. Die Dortmunder spielen in Dortmund gegen Fürth, so rum. Und die letzte Partie Braunschweig zu Hause gegen den Sportclub aus Freiburg. Aber ich denke, die geilste Partie hier absolut Dresden gegen die Bayern, oder? Wie geil ist das denn? Richtig, richtig geil. Dortmund-Fürth, naja gut, das sollten die Dortmunder eigentlich packen. Leverkusen unter Haching, na, da werden so ein bisschen alte Erinnerungen wach. Damals ja die Meisterschaft mitentschieden, die Unterhachinger. Wann war es? Ich weiß es schon gar nicht mehr, wann das war. Mit Ballack, als er da das Eigentor gemacht hat. Mit Kalmund und Co. Lang, lang ist her. Aber gut, ich würde sagen, wir sind leider nicht dabei. Klicken ja mal weiter. Brauchen wir uns nicht mehr lange anschauen. Oh, und wir haben die Bekanntgabe der internationalen Finalstadien 2013, 2014. Na, dann gucken wir doch mal rein, was wir so haben. Gastgeber in der Champions League ist das Camp Nou, der FC Barcelona. Boah, das ist geil. Das ist richtig geil. Brutal hammer Stadion hier in Spanien. Und die Bayern, die Allianz Arena in der Europa League, auch nice. Nicht schlecht. Also in München und in Spanien, beziehungsweise in Barcelona, zweimal der FCB, der hier ausgelost wurde. Richtig, richtig geil. Okay, gucken wir mal rein. Nächstes Spiel steht ja schon an und zwar gegen den VfB Stuttgart, während hier die Finanzen natürlich ein bisschen runtergehen. Ich glaube, Ziel war die dritte Runde. Ja, die haben wir nicht erreichen können. Ja, der deutsche Meister, das ist auch schon ein bisschen her, während hier DJ Ötzi mit seinem einen Stern reinquatscht. Oh, Revierderby steht an, das ist geil. Das ist geil. 10. Spieltag, Schalke gegen Dortmund, Freiburg gegen den HSV, Leverkusen zu Hause gegen Augsburg. Und ich war jetzt irgendwo stehen geblieben, bis mich der Herr Ötzi komplett aus dem Konzept gebracht hat. Ich muss mal gucken, wir müssen noch schnell hier wieder ein bisschen Weihnachtsfeeling reinbringen. Upsala, so. Passt, okay. Sieht doch um einiges schöner aus. Nee, ich wollte irgendwas noch sagen. Ich weiß es aber nicht mehr. Finalstadien hatten wir. Ach ja, genau, was das Ziel war, da wollte ich ja nochmal schnell gucken. Karriere, aktueller Vertrag, dritte Runde ist das Ziel. Also stand jetzt schon mal misslungen, schon mal nicht erfüllt. Zweite Runde raus gegen Union Berlin. Eieiei, ist ja, ihr habt es ja gesehen, bei Finanzen auch runtergegangen. Sportlich ist es noch in Ordnung, weil uns einfach, denke ich, die Bundesliga rettet, wo wir auf Rang 7 stehen. Einzig Gute, ne, wie man es immer so schön sagt, wenn man aus dem DFB-Pokal raus ist, dass wir uns jetzt komplett auf die Liga konzentrieren können. Wobei, das ist natürlich ein Schmarrn. Ich meine, die paar Spieler im DFB-Pokal, die kriegen wir auch so noch rum. Bei der Europa League macht es vielleicht ein bisschen mehr Sinn, aber DFB-Pokal hätten wir so gerne mitgenommen. Vor allem, weil wir ja eigentlich eine Mannschaft sind, die im DFB-Pokal sonst immer richtig gute Leistungen gebracht hat, ne? Wenn man überlegt, die ganzen Let's Plays bisher, egal wo, bei FIFA, FM, was auch immer, im Pokal hat es immer geklappt. Nur heute nicht. Okay, der ETSV Weiche Flensburg hat Interesse an uns. Aha, die sind Letzter in der Regionalliga Nord. Ja, da wechseln wir bestimmt hin, Freunde. Okay, Hinweis vom Assistenten, Gepard rechts außen. Ja, das probiere ich jetzt mal, da werden wir ihn noch umlernen. Hat er ja auch im letzten Spiel dort gespielt. Schnelligkeit, wobei können wir noch drin lassen. Machen wir mal linker Mittelfeldspieler weg. So, und dann hauen wir da rechts außen rein, bis 100, okay. Jugendspieler erreichen Trainingsziel, passt auch. Mergim Nesiri ist verletzt, für 2 Wochen Budget reduziert um 919.000. Krass, aber ja, alles aus dem Reservebudget. Jetzt gucken wir mal, was wir da noch haben. Halt, Verein, Finanzstatus, 3,4 noch, ist in Ordnung, okay.
Neuer Mitarbeiter, unser Jugendtrainer, neuer Scout und noch ein neuer Scout, sehr schön. Rosinger fällt aus, Team ist sehr enttäuscht, ja klar. Klar, richtig bitter. Ansprache auch noch fehlgeschlagen, also komplett hat das Selbstvertrauen hier gelitten, beziehungsweise das Vertrauen in uns, wenn man so will. Kiyotake, stimmt, die Verletzung haben wir auch noch. Boah, das habe ich wieder komplett vergessen hier. Also gegen Stuttgart fehlt er auf jeden Fall. Ja, gegen Freiburg ist er wieder fit. Och, Menno. Es ist echt krass, ne? Da kommt dann immer alles zusammen, wenn du einmal hier verkackst. So, Manager-Level verloren, wieder Stufe 2. Ein Punkt fehlt uns zu Level 3, okay. Oh, leck mich fett. Also das ist schon echt krass, ne? Ich glaube, das wird uns noch ein bisschen länger verfolgen hier, das Ausscheiden im DFB-Pokal. Hätte echt nie und nimmer sein müssen, nie und nimmer. So, jetzt wechsle ich hier mal ein bisschen. Mack muss mal raus, hat mir nicht so gut gefallen, auch wenn er eine 13er Form hat. Peckert auf die Bank. Hasebe. Für wen bringen wir denn mal? Ich würde sagen für Vollner. So. Vollner nehme ich aber mit für Dabanli. So, und dann passt's. So, jetzt passt's. Okay. Also, Esswein weiter vorne drin, aber nicht ganz so fit, der Junge. Lass mal Ginczek spielen. Wobei, Esswein trifft in der Liga schon krass, ne? Lassen wir schon drin. Den lassen wir schon drin. Was wir noch schnell machen, was mir noch einfällt, ist gleich mal die Scouts hier mit einem Auftrag versehen. So, und du machst auch Jugendscouting. Okay. Dann haben wir das. Nee, dann würde ich sagen, dann gucken wir noch schnell rein in die Taktik. Was es da so gibt, 45% Anweisungen, Laufwege, das passt schon, Teamvergleich, Ibisevic vorne, den können wir mal decken, oder wie viele Tore hat er schon gemacht? Drei Tore in 9 Spielen, das ist jetzt aber auch nicht so der Hammer, ne? Traoré, auch sauschnell, Harnik haben wir noch, Torun, Gentner, Boka, naja, ich würde Ibisevic trotzdem lieber mal eine Manndeckung geben, da traue ich dem Braten nicht. Rausch hinten, Rewahagi in der Innenverteidigung, Sakai auf rechts. Und Ulreich im Kasten. Wird auch schwierig werden, den zu überwinden. Aber das kriegen wir hin. Wir spielen auch noch auswärts in Stuttgart. Uiuiui. Uiuiui. Na, da bin ich mal gespannt. Okay, nee, dann würde ich fast sagen, dann speichern wir mal eben, dass wir das grandiose Ausscheiden im DFB-Pokal mal überspeichern. Hier. Meine Güte, ne? Also das Thema, das nagt noch ein bisschen an uns. Bitter, bitter, bitter. Aber gut, jetzt müssen wir irgendwie versuchen, den Kopf freizukriegen. Und dann würde ich fast sagen, können wir reingehen. Also ins Spiel, es müsste der 11. Spieltag sein, soweit ich weiß. Textmodus gegen Stuttgart. Ich bin gespannt. Bitte jetzt gewinnen. Wenn wir jetzt auch noch verlieren, ne? Dann könnten wir mal ganz schnell in so einen kleinen Abwärtsstrudel geraten, wenn wir so wollen. Unentschieden eigentlich mindestens. Wäre geil. Okay, also wir holen ein Unentschieden, meine Lieben. Und damit würde ich sagen, bis gleich.